Wie läuft eigentlich ein Hörtest ab? Moin und herzlich willkommen bei Langer Hörgeräte, dem Fitnessstudio für Ihre Ohren. Wenn Sie Probleme mit Ihrem Gehör haben, gehen Sie zum Ohrenarzt oder zum Hörakustiker Ihres Vertrauens. Dieser macht dann mit Ihnen eine ausführliche Messung, um Ihre Hörfähigkeit festzustellen. Wie so ein Hörtest abläuft und warum Sie keinerlei Prüfungsangst haben müssen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Was brauchen wir also für einen erfolgreichen Hörtest? Richtig, einen Profi, ein Messgerät und einen Probanden. Herr Brunken, vielen Dank, dass Sie sich heute bereit erklärt haben, uns Ihre Ohren zur Verfügung zu stellen. Ja, sehr gerne, Herr Brunken. Ich helfe ja, wo ich kann. Also, ich setze Ihnen gleich den Kopfhörer auf und Sie bekommen diesen Taster in die Hand. Anschließend spiele ich Ihnen verschiedene Töne vor. Sobald Sie einen der Töne gerade eben ganz leise wahrnehmen können, bestätigen Sie mir das bitte mit einem Tastendruck. Hören Sie auf einem Ohr besser als auf dem anderen? Nein, auf beiden gleich. Gut, dann beginnen wir auf der rechten Seite und ich sage Ihnen Bescheid, wenn wir auf die linke Seite wechseln. So, hier sehen wir nun den Testablauf. Jede Frequenz wird mehrfach angefahren. Das heißt, selbst wenn Sie sich mal verdrücken sollten, ist das kein Weltuntergang und die Messung wird dadurch auf keinen Fall verfälscht. Weiter geht's nun mit der Unbehaglichkeitsmessung. Sie hören beginnend auf der rechten Seite noch einmal 4 Töne. Diese Töne sind von Anfang an gut hörbar, aber werden dann recht schnell lauter. Sobald Ihnen der Ton unangenehm laut ist, betätigen Sie bitte wieder den Taster. Bei dieser Messung ist nun das Entscheidende, dass Sie wirklich erst den Ton angeben, wenn er unangenehm ist, nicht wenn er einfach nur laut ist. Super, Herr Brunken. Ich nehme Ihnen jetzt den Kopfhörer ab und setze Ihnen direkt einen anderen wieder auf, denn wir machen nun noch die letzte Tonmessung für heute. Dieser Kopfhörer sitzt auf dem Knochen hinter Ihrem Ohr und misst direkt die Funktion des Innenohres, ohne den Umweg über den Gehörgang und das Mittelohr zu gehen. Diese Messung ist wichtig für uns, um zu sehen, ob die Schallweiterleitung vom Trommelfell über die Gehörknöchelchenkette zum Innenohr richtig funktioniert. Diese ist im Grunde die gleiche Messung wie die erste Messung, nur dass wir eben über einen anderen Kopfhörer messen. Vom Ablauf ändert sich da für Sie gar nichts. So, Herr Brunken, dann haben Sie es für heute geschafft. Nächste Woche sehen wir uns dann nochmal wieder. Und bis dahin sage ich erstmal vielen Dank, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Ja, sehr gerne. Dann bis nächsten Freitag, ne? Tschüss! Nächste Woche zeigen wir Ihnen dann, wie eine Sprachmessung abläuft und was genau da auf Sie zukommt. Wenn Ihnen unser Video gefallen hat, dann kommentieren, liken Sie, drücken Sie auf die Glocke, damit Sie kein Video mehr verpassen. Und vor allen Dingen aber lassen Sie uns doch ein Abo da und gucken Sie unsere alten Videos. Das würde uns riesig freuen. Wir sagen bis nächste Woche. Bis dahin, bleiben Sie hörfit.